Okay, wir wundert euch gerade nicht, für den komischen Cut gerade eben, ich war nur kurz auf Toilette. Ich kann nämlich erinnern, dass hier mal Speere gewesen sind, wenn man zurückgegangen ist, aber ich glaube, das ist... Nee. Vor allem, ihr seht, die Tür gerade eben hatte keine Spitzen und die hat wieder Spitzen. Und in dem Level, in dem wir jetzt sind, da halten wir auch, wenn ich mich richtig erinnere, die letzte Waffe des Spiels sind auch die berühmteste, die ikonischste, die man auch im Film sieht. Sie entkommen uns, wir verlieren sie noch aus den Augen. Ich weiß, irgendwo in der Seite gab es ein Easter Egg, welches auch nicht immer spawnt. Man konnte irgendwo in diesem Level Kong an einer Seite hochklettern sehen, was ich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Spinnen, riesengroße Menschenfresser. Die haben wir eben mit Haze gesehen. Wir konnten sie mit ein paar Fleischbrocken anlocken. Eigentlich, das Witzige ist, eigentlich will das Spiel, dass du... eigentlich will das Spiel, dass du natürlich im Ding, das gleich kommt, Fleisch schon jetzt aber zurückkehrst und die ablenkst. Aber der ist so positioniert, dass man das Ding einfach nehmen kann und ja, so spart man sich einen Weg. Sind wir nicht sicher. Da drüben, ein Unterschlupf. Ja, hier kann man auch wieder schön die Sachen mit dem Feuer machen. Ja, man muss halt langsam sein. Denn wenn man... Alter, ich dachte gerade, der hat uns gesehen, aber nee, hat er Gott sei Dank doch nicht. Wenn man jetzt zu schnell ist... Also, ihr wisst, egal wie schnell man rennt, diese Viecher rennen schneller. Dann fressen ja, bevor man hier überhaupt die Chance hat, reinzukommen. Ja, mit diesen Larven. Diese Larven sollte man eigentlich. Eigentlich zu den Spinnen zurückkehren. Okay, wo ist. Wo ist der Therap? Da ist er. Shit, aber ich stehe jetzt so ungünstig und ich habe auch keinen Bock, versehentlich runterzufallen. Oh, Kacke, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht, das... Oh mein Gott. Ja, das meinte ich gerade eben. Das meinte ich gerade eben. Die können die, diese Sachen sind auf meinen Nutz zerstören. Aber es gibt Leute, Lebewesen aus Skull 1, die das können. Ah, shit, jetzt. Aber das ist gut, denn wenn ihr sich kein damals lang umbeziehen von Blattosaurieren, dann geht der Therapus Mordax da immer ran. Und ja, komm, renn. Ah, shit, das hat nicht mehr gezählt. Dann gehen die Therapus Mordax da ran und werden gleich mitgefressen. Und wenn die Saurier zu lange Schaden nehmen. Okay, jetzt ist er weg, jetzt versteckt er sich. Wenn die über zu lange Zeit zu viel Schaden nehmen, dann wird auch sehen, dass sie tatsächlich anfangen zu humpeln. Ja, komm. Komm. Ich will die... Ja, seht ihr? Wie alarmt? Ein Reservemagazin! Und so schafft es die Spitzen signalisieren, dass du schon sehr nah ran bist, deinen Gegner zu töten. Ohne Health-Anzeige. Komm, ich bin aber etwas zu verrückt. Er kommt noch hoch. Er kommt tatsächlich noch mal hoch. Weil manchmal kämpfen die am Boden noch ein Stück. Und dann... Genau, erst dann sind sie tot. Oh, oh, oh. Oh, Kacke. Fuck. Danke für die Hilfe, Karl. Sie ist nachgeladen. Und da ist ja noch ein Trappes. Ja, Karl, danke für die Hilfe. Du hast jetzt fast nur brennend schwer, die wichtigsten Nachgaben des ganzen Spiels, aber. Und auch da wieder ein Beispiel.
dieser Minotaurus hätte gar nicht kommen müssen. Genauso nicht, wenn der Tyrannosaurus Mordax nicht hätte kommen müssen. Und der ist jetzt nur gekommen, weil ich bei der Erklärung so lange rumgeabt habe. Jack Driscoll, Drehbuchautor und Dino-Töter. Ach ja, stimmt, wir müssen ja zwei Hebel finden. Na. Alles klar, Jack. Mal gucken, ob er jetzt wieder einen Dialog hat. Alles klar, Carl? Natürlich! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Kong hat einen Vorsprung. Ja, hin und wieder kann man natürlich auch zwei Hebel finden, aber man kann die halt nicht beide zeitgleich tragen. Man kann halt immer, wie sagt man, eine Fernkampfwaffe, eine Nahkampfwaffe und halt... Arbeit, Jack. Ah gut, okay, da ist noch ein brennender Schädel. Und man sieht doch hier die Venatosaurier. Die werden nachher natürlich auch nicht weniger. Bist du bereit, Jack? Die bleiben immer so liegen. Aber solche Saurier wie er hier sind doch immer eine unbegrenzte... Eigentlich hatte ich das in Erinnerung, dass sie eine unbegrenzte... Ja, wie so ein Sammelfell an Knochen sind, aber offensichtlich doch nicht. Hm, komisch. Wie war es, als wenn das Easter Egg mit Kong an der Klippe war und sich an irgendeinem bestimmten Moment wieder an diese oder an diese Klippe wenden musste und dann konnte man die Klettern sehen, aber ich weiß, ich habe keine Ahnung mehr, wie man das triggert. Oder ob man einfach zum richtigen Zeitpunkt irgendwo hier stehen musste. Hm. Oh, hier vor allem noch. Auch interessant, dass er in seine Hauptwaffe, die Sichelklinge, gleich mal abgerissen wurde. Ah, Schrotflinte. Wie viel hat 4 Reservemagazine. Mal nachschauen, wie viel Munition hat die Schrotflinte? 1 Reservemagazin. Okay, ich schau mal nach, ob ich da vorne zurück kann. Da verbrauche ich erstmal die Schrotflinte. Und komme dann zurück und hole mir die Pistole wieder. Aber. Ah, doch, okay. Ich kann hier tatsächlich wieder hoch. Achso, der war schon. Hier drüben, Jack, sieht nach einem Ausweg aus. Vertraue mir, ich weiß, was ich tue. Da drüben, seht ihr? Einer von den 1000 Füßern. Ja, man kann halt schon gewisse Risiken ausschließen, wenn man weiß, wonach man suchen muss. Das ist jetzt natürlich wieder so ein Jumpscare-Moment wie bei Karl in den ersten Leveln. Mal gucken, ob das klappt. Es gibt auch den Trick, dass man Feuer behalten will, dass man Feuer ganz schnell durch ein Wasserfall wirft, dass das tatsächlich eine Chance hat, anzubleiben. Drei Reservekugeln! So. Und wenn ich jetzt da nach unten gehen würde, könnte ich natürlich nicht bei ihr hochkommen. Also hole ich mir noch ganz schnell die Pistole. So, und so kann man eben immer ein bisschen Munition sparen. Und dann hole ich mir noch eine von den Larven am Spieß. Weil ich noch Ableckung brauche. Ich will zeigen, wenn ich die Larve jetzt so umdrehe und dann so ausspieße. Ihr könnt sehen, dass sie tatsächlich noch so kleine Füße hatte. Okay, hier wäre normalerweise auch einer rausgesprungen, so als Doppel-Jumpscare, aber... Vier Reservemagazine. Hab ich noch, Gott sei Dank, ja. Irgendwo ist hier noch einer. Da. Okay, wenn ich den jetzt nochmal holen würde, dann würde er abbrechen. Jack! Hier drüben! Hier entlang! Was Karl auch brüllt, wenn ich genau neben ihm bin. Kannst du noch, Karl? Natürlich! Wir dürfen keine Zeit verschwenden. Kong hat einen Vorsprung. Da war gerade ein Schatten.
Weil mein Schwein kommt an der Stelle auch 1000 Füßer so genau neben der Wand an die Wand gekrochen. Also Tunnel ist quasi so lang und an der Stelle kommt gleich mal 1000 Füßer und schnappt nach Karl. Jack! Denham! Pace! Gott sei Dank konnten Sie fliehen! Ja, ich glaube, ich bin Sie los! Beeilung und bewegen Sie sich hier rüber! Ich kann nicht! Diese Büsche versperren mir den Weg! Besorg Feuer, Jack! Du musst den Weg für mich frei machen! Hayes! Na, hin, Finn und Peter brüllt darüber, ich bin so weit weg, Jack! Hayes! Und er heißt natürlich nicht nur Hayes, Hayes ist sein Nachname, sein eigentlicher Name ist Ben Hayes, aber das wird im Spiel und im Film auch nie erwähnt. Alles klar, Carl? Komm, Jack, mach dir keine Sorgen! Wenn wir Kong finden, finden wir auch Anne! Da, die letzte alternative Namensquelle, die Schlammwielern. Na, findest du da die Odosaurier-Babys? Ja, und ihr seht, die haben alle den gleichen Effekt. Sie alle Sante lecken halt diese Saurier ab. Oh, Kacke, das gibt's doch jetzt nicht. Die werden genau zwischen die Beine geschmissen. Und hey, sieht denn jetzt auch die letzte Waffe des Spiels? Das Maschinengewehr, die Thompson. Und die werden jetzt sehen, die Thompson, die er da hat, das ist das 1928 Blech. Ich glaube, es ist das gleiche Modell, welches Al Capone genutzt hat. Komm, komm, komm. Boah, shit, ich wollte... Ich wollte eigentlich den Speer noch aus dem rausreißen und... Ah, Kacke. Der geht jetzt natürlich nicht mehr weg und ich habe meine Speere verbraucht. So, und jetzt gibt es natürlich das Katzen-Maus-Spiel. Weil ich muss immer von einem Unterstand zum anderen wechseln, um ihn jetzt auszuweichen. Und natürlich habe ich kein Feuer. Schnell, 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 schnell. Komm. Oh, Glück gehabt. Okay, mit dem kann ich jetzt nicht mehr viel machen, mit dem abgebrochenen Stück. Oh, hier, wieder. Ich glaube, es gab auch ein Easter Egg, wenn ich den jetzt reinstecke, dass sich Karl beschweren wird. Wir können Hayes nicht einfach so hier zurücklassen, Jack. Und das erste Mal, dass er sich wirklich drei Reservemagazine richtig um ein anderes Crewmitglied kümmert. Komm, wir lassen Hayes zurück. Das schaffe ich doch nie alleine. Ja, also ihr seht, alleine bewegt sich nicht. Irgendwo hier waren Speere. Irgendwo hier waren Speere, das weiß ich. Außer ich habe tatsächlich wirklich alles verschmissen, was ich habe. Weg, kannst du bitte aufhören, so laut zu atmen? Hört ihr das? Da ist noch einer. Alter, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Also klar, ich weiß natürlich, dass da noch mehr kommen, aber die kommen von da hinten. Kann man die hier sehen? Kann man... Ich gehe mal hinten auf eine erhöhte Position, auf den High Ground. Kann man den da sehen? Tatsache! Komm, wenn man jetzt hier richtig timet. Weiß man hier richtig timet. Ja, komm. Ja, jetzt. Ah, fast. Ich stecke fest. Überall diese verdammten Büsche. Wenn ich solche Kette wenn man richtig timet, kann man den Minatosaurus im Sprung mit dem Speer erwischen, dann fliegt er hier runter. Hayes.
Ein Reservemagazin. Volltreffer! Ja, ich meine. Ich wollte sagen, gut, der Schlammwühler ist. Haze! Ja, Haze, es brennt doch noch. Haze, es brennt noch. Es. Haze! Mann, bin ich glücklich, Sie zu sehen. Ja, das wäre es beinahe gewesen. Wir hätten Ihnen niemals auf diesem Höllentrip folgen sollen, Denham. Kannst du noch, Carl? Wo ist Mr. Arrow? Die Insulaner haben sie. Sie haben sie als Opfer dargeboten. Opfer für was? Das glauben Sie eh nicht. Für eine Art Gorilla. Er ist riesig. Er muss mindestens 8 Meter groß sein. Kommen Sie. Wir müssen Anne finden. Und beten Sie, dass es ihr gut geht sonst. Moment, wenn ich jetzt das Ding hier liegen lasse, hebt Carl es auf. Tatsache. Und so kann man seine Kameraden wieder bewaffnen. Denn Haze ein Reservemagazin. Haze wird jetzt natürlich auf mich warten. Und ich hole in der Zwischenzeit auch einen brennenden Speer und zünde den dann später einfach wieder bei Carl an. Und glaub mir mal, das werden wir jetzt gleich brauchen im nächsten Gebiet. Denn da kommt der berühmteste Gegner, den King Kong überhaupt hat. Ist alles in Ordnung, Jack? Ja, komm. Halt, geil, ich muss anziehen. Haze kann natürlich auch Speere benutzen, aber er ist halt meistens der Waffentyp, der immer ein NPC hat, der eine Schusswaffe dabei hat. Und erst wenn Haze wirklich keine mehr zu hat, erst dann steigt er auf Speere um. Warum ist meine jetzt ausgegangen? Warum? Warum? Karl, was machst du? Warum wirft er den Speer weg? Ich habe ihn extra für dich geholt. Ja? So, ich hoffe mal, dass an der Stelle der Audio-Bug nicht kommt, denn hier kommt eine Stelle, die in der PS2-Version häufig sehr verbuggt ist. Hoffentlich ist es nicht hier auch der Fall. Na, kommt er? Das sind Preston und seine Mannschaft. Da. Preston! Jimmy! Seid ihr da? Jimmy! Na gut, Denham. Klingt fast so, als würden wir ihren 8-Meter-Gorilla finden. Nein. Das war nicht Kong. Das war etwas anderes. Doch, der Audiobug ist da. Denn normalerweise kommt es an der Stelle halt dazu, Schrei der anderen Crew, Schüsse und wirklich ohrenbetäubendes Gebrüll, auf das sie reagieren. Und meistens kommt aber gar nichts. Und hier ist dieser Bug ebenfalls so. Aber gut, dann werdet ihr gleich sehen, was ihr jetzt eigentlich hättet hören sollen. Solange man im Wasser ist, kann man auch nicht mit den Charakteren sprechen, interagieren oder sonst was. Das sieht doch total witzig aus, wie schwimmen. Ihr seht, die Füße sind nicht auf der. Ja, doch, die Füße sind ein wenig auf der Erde, die warten quasi, aber du kannst dich halt nicht richtig vorbeugen und so Couchen machen, dass du auch mal komplett kommst. Okay, wir machen eine kurze Pause. Ich muss nachdenken. Ihr seht, wenn jetzt die Charaktere aus dem Wasser kommen, sind auch nicht nass, die sind danach. Ein und wieder Tropfengeld ein bisschen, aber die Kleidung bleibt halt immer gleich. Das sind so die Dinge, weswegen ein Remake von diesem Spiel einfach so unfassbar geil wäre.